Yo, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Doom 3 Big Fucking Gun Edition mit unserem Hängepeter. Hallo Hängepeter, was geht ab? Schlag ein. Oh, hüpf sich schon. Hängepeter, schlag ein. Hui. So, nice. Erstmal eingeschlagen, wie man es hier macht natürlich im Doom-Universum. Nehmen wir mal die Waffe in Hand, wo wir schon so viel Munition für haben. Und mir ist eingefallen, wir sind stehen geblieben hier an der Tür, die nicht ganz aufging. Man konnte zwar durchgucken und hat viele Leichen gesehen, aber die ging nicht ganz auf. Ich guck mal ganz kurz. Ich mache unseren kleinen Trick mal. Schieß mal auf die Leiche. Vielleicht steht die ja wieder auf. Nee, die will nicht aufstehen. Was war das denn da vorne? Ach, das ist nur ein Schuh. Alles klar. Wir sind ja vorsichtig. Wir haben ja ein bisschen Schiss und so. Das ist ja alles ein... Mal gut jetzt mit der Tür, ne? So, wir haben eine Weile jetzt keine Folge gehabt. Und das liegt an so vielen Sachen. Ich will gar nicht durch die Gegend schießen. Mache ich ja schon. Gehen wir mal hier runter. Wie gehen wir nochmal runter? Ach, mit 10, nicht? Genau. Machen wir mal kurz Licht an. Schönen guten Tag. Hallo? Wir gehen mal... Hier ist der Gang, wo wir gerade drin waren. Ich habe mal gerade einen Gegner gehört. Wo ist er denn? Schönen guten Tag. Ups, wir müssen mal nachladen. So, Alter, was ist denn los heute? Meine Mausführungsfähigkeit ist heute am ersten... Ist heute am ersten Advent. Ist, glaube ich, heute, wenn ich mich nicht alles täusche, ist heute der erste Advent, genau. Meine Mausführungsfähigkeiten sind heute gar nicht so groß. Wir haben heute natürlich auch schon viel Kuchen und alles gefressen. Nee, ich nehme natürlich früher auf, und versuche jetzt nur mich in die weihnachtliche Atmosphäre reinzudoomen. Vielleicht habt ihr auch keine Lust mehr auf die Weihnachtsatmosphäre und wollt ihr mal hier eine kleine Auszeit vom Spaß hier euch gönnen. Dann seid ihr genau richtig hier auf dem Mars. Hier ist nicht so viel Weihnachtliches. Natürlich auch genauso dunkel und speichert auch immer ab und zu. So, haben wir die mal weggemacht mit Fässern. Wofür sind sie sonst da? Oh, da oben ist noch jemand. Die Frage ist nur, wo läuft er lang? Warum ist denn eigentlich der Boden aufgegangen? Der Boden war doch gerade noch nicht auf. Wo ist eigentlich der Gegner hin? Ach, hier ist noch seine Munition. Schön, schön. Oh, da ist er schon. Ach, hier bricht der Boden die ganze Zeit ein. Das ist ja nervig. Wenn man da rüber läuft, hallo. Dann bricht der Boden. Hei, jawohl, die weit. Hei, jawohl, die. Heiter, heißer. Oh, 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 oh. Hey, sag mal, seid ihr verrückt oder was? So, machen wir den kurz mal weg hier. Los. Pistole. Alles klar. So, wir haben noch genug Schuss dafür. Deswegen spare ich gar nicht mal so viel damit. Weil wir finden die auch hier alle Nase lang. Ich glaube mal nicht, dass es so ein großes Problem ist. Wir haben noch 500 Schuss in der Reserve. Und jeder zweite Gegner hat ja gefühlt ja Munition davon. Die meisten lassen wir ja liegen. Und deswegen kann man ein bisschen rumballern. Das sieht hier ein bisschen nach einem großen Kampf aus. Aber man weiß ja nie. Jappala! Ich weiß auch nicht, was da los ist. Bin heute... Es ist natürlich wieder sehr früh am Morgen und ich nehme mal wieder mitten in der Nacht auf. Aber das liegt auch heute nicht nur an mir. Das liegt heute vor allem am guten Koti. Ja, hier schaut er nicht. Grüße wollte ich ja so haben. Wir haben nämlich gerade eine geschmeidige Stunde gebraucht, um zu sagen Tschüss. Ja, das ist wie so beim schlechten Ehepaar, bei so einem Ehepaar. Ne? Aber nicht, dass wir ein Ehepaar sind, das wäre irgendwie eigenartig. Das hätte ich mich gerade erschrocken. Sondern im Endeffekt hatten wir beide ein bisschen Schiss, dass wir was Witziges verpassen, wenn wir jetzt einfach gehen. Und es war auch sehr lustig, aber wir wollten eigentlich schon, ich wollte aufnehmen, er wollte pennen gehen, weil er schon irgendwie seit 48 Stunden wach ist. Das ist natürlich eine schlechte Kombination. Schönen guten Tag. Eine schlechte Kombination. Ui, hinter mir. Ach, da ist noch einer. So, mach mal hier Abflug. Tschüss. So, und das ist eine schlechte Kombination, wenn man 48 Stunden lang wach war und auf einmal dann ist man natürlich ein bisschen gickelig, wenn man so will. Und jetzt, ihr habt gerade den roten Raum gesehen und in der letzten Folge hatten wir den schon mal, glaube ich. War das die letzte Folge? Ich glaube, ja. Oh, eieiei, der kommt aus dem Dunkeln. Aus dem Dunkeln, Weide kommt daher und ich kann euch sagen, da draußen weidert es gerade nicht. Hey, ihr Penner. So, machen wir einen Abflug. So, nämlich... Ich habe keinen Kopf mehr. Können wir gar nicht auf schießen.
So, was war ich, wo war ich eigentlich gerade? Ich habe es natürlich wieder komplett vergessen. Ich höre schon wieder Monster. Sag mal, wo kommt er denn her? Ich fasse ja nicht. Wo kommen die einfach heute alle her? Habt ihr es gehört? Das Knallen? Das Knatterer-Peng? Wir haben gerade nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen... Ich höre jemand. Mit denen auch? Oh, will ich mal laufen? Naja, soll nicht unser Problem sein. Oh, da kam gerade was per PDA. Kam gerade was per PDA? Ich bin mir gar nicht so sicher. Irgendein Video kam, glaube ich. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir Videos angucken. Kann man im PDA Videos angucken? Videodisc. Das hier? Bin ich ganz sicher, ob man die angucken kann. Sicherere Welten für alle. Jahrhundertelang führten die Menschen Kriege. Wo geht denn hier das Ding jetzt an? Als Teil ihres anhaltenden Engagements für die Erschaffung sicherere Welten für alle gab die UFC kürzlich die Erfindung. Wir haben gerade was runtergefahren. Aber wie, warum ist denn jetzt im Hintergrund so eine komische Stimme an? Die nervt mich ein bisschen. Okay, immer noch nicht richtig. Von Eisenoxidmolekülen erzeugt das Hydrocon windig und sicher Sauerstoff und Wasserstoff, ohne viel Strom zu benötigen. Der Wasserstoff wird als Brennstoff verwendet, eine so vielseitige und saubere Substanz, dass sie universell einsetzbar ist, von Haushaltsgeräten bis hin zu den anspruchsvollsten modernen Raketenantrieben. Ein Nebeneffekt einer Produktion dieses Brennstoffes ist der endlose Vorrat reinen Wassers, sauberer als jede Quelle auf der Erde. Unsere Vision ist... Diese Stimme, ich wollte eigentlich jetzt, ich versuche ein bisschen zuzuhören, aber im Endeffekt ist das mega langweilig, weil... Ist natürlich schön, dass es was gibt gerade, aber ich möchte ehrlich gesagt wissen, wo ich lang muss. Ich bin nämlich gerade komplett überfordert. Wir müssen nämlich hier irgend so ein Sicherheitsterminal, wir brauchen PDA mal wieder. Die Frage ist halt bloß, wo kriegen wir den PDA her? Haben wir den irgendwo übersehen? Man kann ja überall Sachen herunterfahren, aber ob das zweckdienlich ist, ob das irgendwas bringt, bin mir da gar nicht so sicher. Wir laufen mal hier einfach mal ein Stück zurück. Vielleicht finden wir hier noch was, was wir übersehen haben. Wir sind ja gerade hier so ein bisschen kopflos durchgelaufen. Und jetzt endlich auch mal diese scheiß Stimme vorbei. Die hat mich nicht ein bisschen genervt. Ey, ich geh mal weg. Kurz mal gucken, ob wir was übersehen haben. Nee, nee, hier ist nichts. Nichts dergleichen. Oh, ach, diese Löcher in dem Boden. Wir sind eigentlich wie am Anfang der Aufnahme. Und haben noch nicht wirklich was rausgefunden. Hier ist natürlich die Tür, die nur zum Teil aufging. Also hier haben wir gerade gestartet bei unserem Boxpeter. Aber wo müssen wir denn jetzt hier lang? Hm, bin mir echt unsicher. Hier hat man nochmal keine Ecke, die ich vorhin nicht geguckt habe. Hier geht es noch dahinter anscheinend lang. Naja, haben wir hier ein bisschen Magazine gefunden. Das ist natürlich ganz schön für uns. Bringt uns aber gerade erstaunlich wenig. Ich will schon fast sagen, gar nichts. Ob wir noch weiter zurück müssen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Im Endeffekt, der Raum da, da sind wir, haben wir alles gemacht, oder? Na, wir gehen mal ganz kurz gucken. Gucken schadet nicht. Sonst übersehen wir hinten irgendwo was übersehen und dann ärgern wir uns mal nachher ein Loch. Kurz mal kaputt gemacht. Aber bringt mir das, glaube ich, nichts. Wie kommen wir denn hier raus? Hier ist eine Leiter. Kommen wir hier durch? Kommen wir hier raus irgendwie? Nee, ne? Da sind wir reingegangen. Ich glaube, weiter zurück müssen wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn haben soll. So, haben wir hier noch was? Nee.
Hier ist nichts mehr her, weil die Tür, wo wir nicht durchkommen, die so halb aufgeht. Im Endeffekt fehlt uns irgendwas, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was. Bin mir nicht ganz sicher, was. So. Das Problem ist auch, man kann sich mal ganz gut orientieren daran, wenn Gegner kommen, ist man auf dem richtigen Weg. Wenn keine Gegner mehr da sind, dann ist hier irgendwas falsch. Dann sind wir irgendwas haben wir falsch gemacht. Und hier sind ja offensichtlich keine Gegner mehr. Scheint also nicht ganz unser richtiger Weg zu sein. Gucken wir noch ganz kurz in die Ecke hier hinten, ob wir alles gefunden haben. Sieht alles danach, sieht alles richtig aus. Hm. Was ist nur, was ist nur los? So, du hast nichts. Hier, ich weiß nicht, was das für ein Gang ist, aber wir haben ja schon versucht, das kaputt zu schießen. Komische Geräusche haben wir hier. Ach, ach hier. Ach, schau mal, das haben wir gerade aufgemacht anscheinend. Ich habe mich gerade gewundert, was wir aufgemacht haben. Aber schön, Schrotflinten kann man gut gebrauchen. Ist ja auch unsere Lieblingswaffe im Endeffekt. Wir brauchen von PHW oder B-Lipstick den PDA. So. PHW oder irgendwas mit Lipstick habe ich noch in Erinnerung. Das haben wir natürlich nicht. Sonst würde das ja aufgehen. Lipsitz. Naja. Auf der Lippe sitzen würde ich jetzt nicht so gerne. Finde ich jetzt nicht so cool, aber wer es möchte, der möchte es. Da kommen wir natürlich nicht raus. Scheibe geht nicht kaputt. Haben wir irgendwas übersehen? Wir müssen ja was übersehen. Aha. Das haben wir übersehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach ja, siehst du. Siehst du mal. Gott, dass du mich erschreckt. Ja, du auch. Ich dachte, ich wäre allein hier unten und das ist echt unheimlich. Am Hydrocon ist was durchgebrannt und es ist instabil. Vorsicht mit der Waffe. Ein Querschläger in die Glasschilde und der ganze Bereich kann hochgehen. Ich versuche, das Ding zu stabilisieren. Wenn ich das unter Kontrolle habe, gehe ich zum Wissenschaftsbüro. Aha, interessant. Wir werden uns vielleicht nicht erwischen lassen von dem Ding hier. Er lebt also hier noch immer. Der steht einfach hier rum, ist ja schön, ne? Ja, ist ja, passiert ja hier nichts, ne? Ist ja quasi nichts los hier. So, wir haben Lipstick gefunden. Lipstick. Das ist also hier richtig schon mal. Und bevor wir hier runterspringen, aha. Schon mal eine schöne Ecke gefunden. Aber der Typ ist auch relativ sicher da anscheinend. Guck mal ganz kurz, was der Lipstick zu sagen hatte. Ganz kurz, cool, aber jetzt Zeit für gar nichts hat er zu sagen. Sehr interessant. Ich denke mal, wir müssen wieder runterspringen. Ist wahrscheinlich ein Shortcut. Shortcut? Ja, Shortcut. Hier ist schon die Tür. Ach, der hing also hier oben. Ach, ist das ärgerlich. Gut zu wissen. Achso. Schönen guten Tag. Ich bin die Müllabfuhr. Sie wurden ausgewählt, weggeschmissen zu werden. Schön, ne? Eieiei. Du Arsch. Ich mag diese Waffenleute nicht. Weil die tun immer echt weh. Aber im Endeffekt, wir werden ja auch zugeschmissen mit allen möglichen. Hehehe. Hallo. Können wir bitte weggehen? Ist das hier so ein. Ist das wie so ein Heinz oder was? Ich muss kurz mal nachladen. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz, ne? Dafür ist auch Zeit. Ist der wie so ein Deckenheinz oder was? Nö. Ja, da. Oh. Da war aber ein Deckenheinz. Also hier so ein. Muss mal Leben holen, so haben wir wieder voll. Mal gucken, ob wir das mitnehmen können. Ja, können wir. Sehr gut sogar. So. Wenn wir ganz kurz meinen kleinen Blick auf mein kleines tragbares Öschen werfen. Ja, hier haben wir noch nicht. Aber noch ein bisschen Zeit. Uiuiui. Ach hier. Ich glaube, hier waren wir schon mal auf der anderen Seite gestanden. Ich wage mich zu erinnern. Hätten wir auch einfach durchgehen können, hätten wir eine ganze Menge Weg gespart. Aber gut, ich will mich ja nicht, mich beschweren. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier was wir haben. Verriegelt. Aha. Das ist also die Tür, wo wir später durchkommen. Ich denke mal, ist es ein Aufzug oder sonst was? Naja. Wir müssen nämlich noch. Guck mal ganz kurz zum PDA gucken, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Ich bin da gar nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Nee, das ist nicht unsere Aufgabe. Aufgabe. Nee, privat. Ach hier. Finde den Personallift zu Alpha Labor Ebene 2. Hm. Alpha Labor Ebene 2. Ich denke mal, das wird dieses verriegelte Ding da sein. Hier waren wir gerade schon. Jahrhundertelang führten die Menschen Kriege um zwei lebenswichtige Dinge. Brennstoff und Wasser. Als Teil ihres anhaltenden Engagements für die Erschaffung sicherer Welten für alle, gab die UAC kürzlich die Entwicklung des
Hydrocon bekannt. Noch ist das Hydrocon im Prototyp-Stadium, aber es wird auf einen Schlag allen Wasser- und Brennstoffmangel beseitigen. Durch Aufspalten von Eisenoxidmolekülen erzeugt das Hydrocon billig und sicher Sauerstoff und Wasserstoff, ohne viel Strom zu benötigen. Der Wasserstoff wird als Brennstoff verwendet, eine so vielseitige und saubere Substanz, dass sie universell einsetzbar ist, von Haushaltsgeräten bis hin zu den anspruchsvollsten modernen Raketenantrieben. Ein Nebeneffekt bei der Produktion dieses Brennstoffes ist der endlose Vorrat reinen Wassers. Sauberer als jede Quelle auf der Erde. Unsere Vision ist die einer Welt, in der Technologien wie das Hydrocon Dürren und Bürgerkriege in armen Ländern beenden, in denen Wasser oder Brennstoff stets Mangelware war. Die Union Aerospace stand immer an vorderster Front wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung. Und wir hoffen, dass die Entwicklung des Hydrocon sicherere Welten für alle fortführen wird. Ja, das heißt, hören wir uns mal komplett an. Fand ich jetzt ganz interessant, wie mit den Geräten, die wir auch hier gerade sehen, so ganz schön, wie dort Wasserstoff und, was war das jetzt? Ich hab's ja leider vergessen. Also Wasser, also ich weiß nicht, also zumindest lebenswichtige Sachen auch auf dem Mars, die vielleicht nicht so vorhanden sind auf der Oberfläche, hergestellt werden mit den Geräten. Ganz interessant natürlich zu wissen. Und wenn das Spiel einem das schon mal vorwirft, dann kann man das mal angucken, finde ich. Ist natürlich jetzt ein bisschen zeitaufwendig dafür, aber ich meine, naja, man kann es ja mal machen, ne? Ist ja nichts, was jetzt wirklich, wir verlieren da jetzt nicht dadurch wertvolle Spielzeit. So. Aber wir haben auch schon gehört, da hinter der Tür irgendwas klopft da sehr mächtig gegen eine Holzwand. Stahlwand, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, es ist Stahl. Und was das ist, das finden wir aber erst in der nächsten Folge heraus. Die nächste Folge dauert noch eine Weile. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wie es über die Feiertage zu Aufnahmen und zu neuen Folgen kommt. Das ist ja natürlich eine voraufgenommene Aufnahme. Wow, so viele Aufnahmen. Genau. Und deswegen würde ich erstmal so sagen, wir sehen uns demnächst. Wir sehen uns diesmal und dann auch noch später in der nächsten Folge. Das war Folge 7 von Doom. Ich war euer Wilms und Koti ist ein Idiot. Nein, nicht schon wieder. Das reicht, okay? Ich hab's gehört, das ist gut, ne? Okay, alles klar. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich war euer Wilms. Tschüss.